Also willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute möchten wir mit euch zusammen die Surplus-Box testen. Die ist nämlich gerade erst gestern bei uns angekommen. Wir hatten die nämlich schon einmal oder zweimal? Zweimal hatten wir die schon. Die war richtig gut, weil wir haben immer neue Sachen kennengelernt. Und das ist auf jeden Fall eine richtig gute Möglichkeit, wie man gerettete Lebensmittel oder Lebensmittel retten kann. Ja, Lebensmittelrettung. Ihr wisst ja, dass wir uns allgemein auf unserem Account, gerade auf TikTok, viel mit dem Thema Lebensmittelverschwendung beschäftigen. Und wie man zum Beispiel Sachen gut aufbrauchen kann, Reste weiterverwerten kann. Aber auch so eine Box ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, um Lebensmittel zu retten. Denn ja, Lebensmittelverschwendung ist tatsächlich ein sehr großes Problem, wo irgendwie gar nicht so viel drüber geredet wird, glaube ich. Also es werden, glaube ich, irgendwie 18 Millionen Tonnen oder so Lebensmittel weggeworfen, was wirklich sehr, sehr krass ist. Es ist wirklich verrückt, wie viel das ist und auch teilweise die Gründe, warum Sachen entsorgt werden, sind wirklich teilweise nicht verständlich. Ja. In der Box steht auch bei jeder Sache dabei, was der Grund war und ich hoffe, da sind, also ich hoffe, also es ist blöd, das zu hoffen, aber ich glaube, da sind auch ein paar wirklich weirde Sachen dabei, wie Etikett falsch gedruckt, Etikett ist das alte oder so, was wirklich absolut verrückt ist, dass solche Sachen weggeworfen werden, nur warum das Etikett komisch ist oder so, dass man sie einfach überkleben kann oder dass es was eigentlich egal ist. Dass sowas überhaupt erlaubt ist, finde ich frech einfach nur. Ja, und wie gesagt, Surplus hat sich halt zur Aufgabe gemacht, die Lebensmittel wieder zurück in den Kreislauf zu bringen, die auf jeden Fall noch genießbar sind. Und wir haben hier die Bio- und Vegan-Box, heißt die. Die kostet, wenn man die einzeln oder für so ein paar Monate bestellt, 39,90 Euro pro Box oder pro Monat. Und wenn man ein längeres Abo von 12 Monaten nimmt, kostet die 34,90 Euro. Und der Wert ist auf jeden Fall höher. Also wir hatten ja, wie gesagt, schon zweimal die Box. Und da waren wir richtig begeistert, ja, was da so krasse drin Sachen war. Also echt krass. Wir hoffen, heute sind auch so coole Sachen drin. Und wir wollen die halt mal... Ich bin eigentlich schon gespannt. Und man hat immer diesen Überraschungseffekt. Ja, euch auspacken. Und ja, man entdeckt auf. Auch neue Sachen, die man vielleicht das nicht... Das ist auch immer richtig krass. Die Sachen werden auch CO2-neutral versendet aus Berlin. Made in Berlin. Made in Berlin. Weil viele, es klingt ja erst so ein bisschen komisch, dass man Sachen verschicken muss, aber es macht natürlich Sinn, das irgendwo zentral zu sammeln und dann natürlich rauszusenden in den Boxen. Der Bodo hilft schon hier und frisst schon die Verpackung auf. Vielleicht ist ja auch was für Sie dabei. Ich habe übrigens auch mega Hunger. Ich hoffe, es sind irgendwelche Snacks dabei, die wir gleich zusammen testen können. Letztes Mal waren immer gute Snacks drin. Hier ist direkt dieser Zettel, wo, oder ist es der? Nee, das ist nur für ein Produkt, ne? Genau, für ein Produkt. Manchmal gibt es auch kein Label gibt oder so. Oder kein EU-Label. Dann sind das ist nochmal das quasi das Label immer dabei. Wahrscheinlich rechtlich muss das irgendwie sein. Genau. Oh mein Gott, ich sehe schon viele coole Sachen. Aber wo ist der Zettel? Hier steht auch drauf, was damit ist. Ja. Aber für alle? Ja, unten steht das nochmal drauf. Ja, das ist aber jetzt mal anders. Ich will nicht drauf gucken. Okay. Wir machen die einzelnen Produkte, okay? Ja. Wir fangen mal an mit einer Basic-Sache, Olivenöl. Das ist einfach was man natürlich immer gebrauchen kann. Also da spricht ja nichts dagegen. Was ist jetzt der Grund dafür? Die Verpackung schützt... 10.06. Die sind abgelaufen, ja. Die sind das abgelaufen. Das ist zum Beispiel abgelaufen, aber das ist ja bei Öl jetzt kein Problem. Genau, da steht auch hier dabei, dass das unproblematisch, dass man es einfach essen kann. Ich glaube, guckt mal in eure Schränke, ob wirklich alles Öl, das ist noch genießbar. Das läuft nicht so schnell ab. Und Bio-Olivenöl ist auch nicht so billig, ne? Und wir werden jetzt auch auf jeden Fall für euch die Originalpreise mal raussuchen und dann mal den Gesamtwert von der Box ausrechnen, wo wir da rauskommen. Auf jeden Fall, No-Brainer brauchen wir immer. Genau, noch ein No-Brainer ist auf jeden Fall Oatly. Ich liebe Oatly. Oha! Was ist da das Problem? Liebste Milch für Kaffee. Also ich nehme eigentlich die Barista, aber Hafer ist natürlich auch immer gut. Was ist da? Die steht hier gar nicht drauf. Die ist auch nicht abgelaufen. I don't know. Steht nichts drauf. Steht nicht drauf, warum? Die ist noch haltbar, oder? Ja, die ist noch haltbar, habe ich gerade schon geschaut. Weiß nicht, manchmal hat es auch irgendwie, dass die Verpackung oder so nicht mehr das neueste Design oder sowas hat. Das, auch das könnte sein, oder? Aber letztes Mal hatten wir noch so eine andere Liste. Ich glaube, die sieht mittlerweile anders aus. Aber ich weiß es gerade nicht. Aber ja, warum sollte man die nicht essen können? Mann, ich möchte einen Snack. Warum ist hier kein Snack dabei? Gerade heute, wo ich jetzt mal was mit euch zusammen snacke, ist kein Snack. Das sieht aber auch lecker aus hier, ne? Oha, guck mal, das sieht aus wie Zahnpasta. Was ist das? Tomate, Kräuterpaste. Ist man das so auf dem... Würzpaste. Ist das so wie die Gemüsebrühe so? Ich glaube. Tomate, Kräuter, Würzpaste. Weiß ich nicht, habe ich noch nie gesehen, so ein Produkt. Sieht interessant aus. Interessant aus, ja. Grund? Da stehen leider nur sehr wenige Sachen drauf heute. Steht nicht drauf, nee, leider nicht. Leider nicht, wahrscheinlich noch haltbar, oder? Ja, noch haltbar. Vielleicht irgendwie, teilweise sind so Sachen, glaube ich, die nicht so gut verkauft wurden und die dann quasi zurückgehen. Aber sieht interessant, das kann man bestimmt irgendwas Leckeres draus machen. Seht ihr bestimmt mal in der Aufbruch-Challenge.
Okay, ich habe einen Snack gefunden, Leute. Dehydrierte Mango. Da war was mit, auch MAD, glaube ich. 6,23. Die ist abgelaufen und die essen wir jetzt direkt mal, weil... Warum sollte die schlecht sein? Ja. Also das ist dehydriert, da ist ja kein Wassergehalt drin. Ich brauche jetzt unbedingt einen Snack, Leute. Ich glaube... Ja, ich habe einfach getrocknete Mango. Lecker. Perfekt. Mhm. Das fehlt ja ewig. Ja. Da kommt der Stiegemann schon an, der will auch was, aber kriegt er nicht. Aber dürfen sie leider nicht. Es sind übrigens auch alle Produkte in der Box Bio. Also Bio- und Vegan-Box, wie der Name schon sagt. Was ist das denn Leckeres? Ein Minotli Nussmus Crunchy Mandel. Müsli, oder? Auch sehr, sehr gut. Können wir immer gebrauchen. Irgendwelches Müsli ist immer lecker. Mit Mandel, das sieht auch sehr lecker aus. Das ist 29,9 noch haltbar. Ich weiß gar nicht, warum das... Ja. Keine Ahnung. Auch noch gut. Nichts dran. 30% Nuss. Lecker aus. Auch mit Zeit und Zimt. Mhm, sieht gut aus. Sieht sehr lecker aus. Lenny, du isst ja am liebsten Müsli. Ich mag sowas nicht so gerne, aber für dich ist perfekt, ne? Ja. Es geht weiter mit Nüssen. Was ist das? Dann haben wir einmal einen Nussmix mit Salz. Auf jeden Fall auch ein guter Snack. Auch immer gut. Auch so zum Topping auf ein paar Gerichte kann man das immer machen. Also auch top. Ja, da kann man nichts gegen sagen. Ist noch haltbar. Wissen wir auch nicht warum. Aber wenn ich hier die Menge vergleiche mit dem, was hier draufsteht, glaube ich, ist vieles noch haltbar und einfach nicht, wollte halt keiner. Nicht mehr irgendwie Standards oder so. Ja, oder keiner wollte das nicht oder so. Ja, wir haben einige Konserven dabei. Sehr viele, ja. Fangen wir mal damit an. Wieder so Aufstriche sind auch sehr, sehr oft dabei. Kann man natürlich auch immer gut gebrauchen für Brot und so weiter. Von Rettergut ist es sogar innen doppelt gerettet. Krass, die retten was und hier ist es nochmal gerettet. Ja. Double Rettung. Die haben, glaube ich, auch sogar eine eigene Marke, Surplus. Beziehungsweise also die stellen auch eigene Lebensmittel aus. Geretteten Lebensmitteln her. Ist das vielleicht sogar das? Nee, das ist nicht Rettergut. Okay. Dann haben wir als nächstes einmal Superfood Reis Kokosnuss. Okay, das klingt mega interessant. Aus Kokosnuss, der Reis? Oder ist es mit Kokosgeschmack? Nee, mit echten Kokosraspeln. Aha. Vollkorn. Vollkorn gegen die Armut. Ich glaube, der ist nicht mehr. Fertig 90 Sekunden, das ist auch für die Mikrowelle sowas. Gut, dass wir keine Mikrowelle haben. Aber man kann es auch im Kochtopf machen. Ja, klar. Der ist, glaube ich, nicht mehr haltbar. 6,6. Ja, der ist zum Beispiel abgelaufen, aber. Ja, so eingescannter, sage ich schon. Ja. Eingeschweißter Reis, der hält ja natürlich. Ich sehe hier was richtig Leckeres, glaube ich. Das habe ich auch schon gesehen. Die Marke, die haben wir auch auf der Veggie World entdeckt. Von Better Baking heißt die. Und das sind so vegane Backmischungen. Und gesunde, glaube ich, auch. Streuselkuchen. Mit Emma und Dinkel. Das sieht sehr lecker und, aus. Und Leute, ich liebe Streuselkuchen. Können wir einfach Crumble, Alter. Reden, das ja? Stelle ich auch geil. Nice vor, ja. Vegan mit Urgetreide und Kokosblüten. Kann man auch, könnte man sogar nicht vegan machen. Werden wir natürlich nicht tun, aber sieht sehr lecker aus. Nicht mehr haltbar. 15.07. Ja, kein Problem. Next. Gut, was ist das hier? Sieht sehr interessant aus. Rote Beete Curry. Nice! Oh, du magst doch rote Beete gar nicht, oder? Ach so, ja, stimmt. Aber das sieht sehr lecker aus, finde ich. So Curry mit den Chilis. Das sieht echt gut aus. Packung holt mich ab. Auch das oft länger gut Logo drauf, finde ich sehr cool. Sieht an sich sehr, sehr lecker aus. Mhm. Die werde ich mir bestimmt mal mit ins Büro nehmen. Ja, das ist immer gut. Dafür ist immer gut, so Dinger. Noch irgendwas dazu oder so. Sieht sehr lecker aus. Es sind echt viele Marken dabei, die wir nicht so kennen, ne? Ja, finde gerade gar nicht das. Auf jeden Fall interessant. MAD leider. 13, 12, 13, ist sogar noch haltbar. Also alles verboten damit noch. Also wir haben dieses Mal echt viele Konserven dabei. Das zeigen wir euch jetzt mal alles zusammen. Wir haben nämlich einmal braune Linsen. Genau, hier noch einfach grüne Bohnen. Gemüsemais. Was ist das hier? Und Tomato. Einfach Tomaten, auch richtig cool. Und noch Organic Coconut Milk. Coconut Milk, oder? Oh, Entschuldigung. Was ist hier los? Ich habe einen Krampf. Okay. Ja. Genau, und dann noch Coconut Milk. Einfach auch Organic Coconut Milk kann man auch eigentlich immer gebrauchen. Ja, für irgendwie mega. Curries oder so brauchen wir eigentlich auch immer. Also kaufen wir ganz oft. Ich würde mal die alle rausnehmen. Den Mais noch. Tomaten. Die Beans. Auch immer wichtig, die zu haben. Das haben wir noch nicht gezeigt. Einmal eine Pastasauce, Arrabbiata. Auch haben wir auch schon lange nicht mehr. Früher immer gegessen. Ja, kann man auch brauchen. Ich habe noch eine Konserve gefunden. Oliven, das ist perfekt für mich. Die waren, glaube ich, schon in der anderen auch Oliven drin. Ja, die hatten wir schon mal dabei und ich liebe Oliven. Vor allem marinierte Oliven. Ich mag keine Oliven, deswegen können sie die alleine essen. Ja. Oh, was sehe ich da? Das hatten wir doch auch schon dabei. Ja. Ein Chocolate Spread, Leute. Sieht auch richtig lecker aus. No added sugar.
Ich glaube, sowas ist auch richtig teuer und das Ganze kostet ja nur 35 Euro. Ist so voll gut und das ist auch krass. Voll geil, sowas so mal zum Testen. Auch sowas würde man, also wir würden es wahrscheinlich eher nicht kaufen, sowas. Und dann hat man das mal und kann das mal testen. Das ist richtig, richtig cool, finde ich auch. Dann neigen wir uns langsam hier schon dem Ende zu. Die Pasta, die hatten wir auch schon mal. Auch von der Marke? Ja, genau. Weiß ich gar nicht mehr. Lecker, dann haben die wahrscheinlich mehr davon. Sind ganz normale, Weizenpasta. Aber aus der Bronzeform. Aus der Bronzeform immer sehr lecker. Ja. Nimmt die Soße besser auf. Absolutes Basic. So gut. Und zu guter Letzt noch was sehr Cooles, glaube ich. Oh mein Gott, das sieht lecker aus. Wenn ich schon nur wach lese, dann denke ich. Sehr gute Verpackung auch, die holt mich ab. Aber das kann ich ja leider wieder nicht trinken gerade. Ist mit Schwarztee. Himbeer, was sehe ich da? Himbeer, Passionsfrucht, Guave. Das ist eine sehr gute. Sehr geil. Woodstock wach. Woodstock. Also Woodstock. Woodstock, nein, nein. Nein, Woodstock. Woodstock, okay. Ist halt mit Schwarztee, aber 30 Milligramm Koffein pro 100 ist wie Energy, oder? Ist wie Energy. Digga, wie haben die das? Bodo. Dann? Bodo möchte unbedingt an dieses Papier hier kommen. Und möchte das unbedingt kaputt fetzen. Darf er erst aber nach dem Video. Ja, hat relativ viel Koffein. Aber klingt auf jeden Fall lecker vom Geschmack. Und damit sind wir auch schon am Ende von der Box. Also, was ist unser Fazit? Ich finde, heute ist sehr, sehr viel Staple. Sind sehr, sehr viele Staples dabei, oder? So Basics. Ja, finde ich auch. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Also, ich wüsste jetzt bei allem, wofür ich es verbrauchen würde. Also wirklich bei allem hätte ich eine Idee, was man daraus machen könnte. Ich bin sehr gespannt über diese Kuchenbackmischung. Ich glaube, die könnte sehr, sehr cool sein, dass wir das mal zeitig machen. Ansonsten alles irgendwie cool. Also so ein Reis kann man probieren. Es sind auch besondere Sachen dabei und halt. Ja, ich finde es ein guter Mix aus besonderen und Sachen und die man quasi so immer mal braucht. Diese Würz-Tomatenpaste finde ich auch interessant, weil sowas hatten wir noch gar nicht. Und diesen Schokospread müssen wir auch unbedingt mal probieren, weil wir haben den alten auch noch von der anderen Box. Ich glaube, ein anderer ein bisschen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also es ist ein guter Mix aus Sachen, die man immer braucht und die man mal so neu einstreuen kann. Also, auf jeden Fall. Also mega zufrieden und ich glaube, es ist auf jeden Fall mehr wert als 35 Euro. Ich bin gespannt, was es wert wäre, wenn man es so kaufen würde. Genau, also ihr könnt damit was Gutes tun. Ihr kauft Lebensmittel, die ihr so oder so verbraucht. Ihr rettet sie dabei und ihr spart auch noch Geld dabei. Für Bio-Lebensmittel, oder? Das sind sehr nice Lebensmittel. Das hat nur Vorteile. Deswegen holt euch so eine Box. Ja. Und wenn ihr jetzt mal ausprobieren wollt, dann nutzt gerne unseren Rabattcode PlantBestCouple. Da gibt es nochmal extra 10% drauf. Okay, Bodo, dass du jetzt, hoch. Du jetzt das los. Kriegen? Komm hoch, okay. Och, Bodo, Mann. Und nicht ins Sofa beißen, ne? Ihr habt noch gratis Beschäftigung für euren Hund dabei. Das stimmt. Ist das lecker? Der Bodo freut sich auch, dass er das machen darf. Ja.